Die Exo-Keller sind. Jetzt geht es um die tatsächliche Ankündigung. Es geht um eine Performance von Jeffrey Scudder. Jeffrey ist an Tour, macht gerade auf Tour eine Tour. Es ist das 41. Mal, dass er es macht. Es heißt Radikale digitale Bilder. Danke. Also, es ist der letzte Tag des Chaos Kommunikationskongress und ich bin hier aus Amerika, um euch zu präsentieren das kleine Ding, was ich radikale digitale Bilder nenne. Radikale digitale Bilder wird ein bisschen extrem Malereitheorie sein, zusammen mit Softwareerfindungen. Und falls es euch interessiert, also falls Malerei euch interessiert, dann wird es für euch interessant sein. Wenn ihr glaubt, dass Joseph Beuys Linux benutzt hätte, dann wird es für euch auch sehr interessant. Wenn ihr manchmal Steve Jobs zugeguckt habt bei Präsentationen, dann findet ihr das vielleicht auch ein bisschen interessant. Aber lasst uns anfangen mit ein bisschen Malereitheorie. Right. Okay. Also, um zu anfangen, reden heute über digitale Bilder. Digitale Malerei ist ein sehr interessantes Thema, richtig? Wir haben zwei Wörter, digital und das Wort Bild oder auch Gemälde. Lass uns einfach ein bisschen das Licht heller machen auf der Bühne. Danke, genau. Also, wir wollen über diese zwei Wörter sprechen, digital und Gemälde. Und wenn wir darüber nachdenken, über digitale Dinge, dann denken wir, oft, dass das reproduzierbar ist. Also zum Beispiel das simpelste digitale Bild müsste ungefähr so aussehen. Müsste ein 1x1 Pixel Bild sein. Lasst uns das also in Schwarz und Weiß machen, weil wir in 1-Bit-Modus sind. Hier haben wir also so eine schwarz-weiß einfache Bildkonstruktion, eine 1x1 Bild Pixel Bildkonstruktion. Dieses Bit kann also gefüllt sein und dort nicht gefüllt sein, wie wir wissen. Es kann gefüllt oder nicht gefüllt sein. Hier ist ein Beispiel dafür, wenn es nicht gefüllt ist, aber wenn ihr nur ein Bild habt, was zwei Farben haben kann, dann habt ihr nur zwei mögliche Bilder, richtig? Es ist so ein bisschen das Ding mit digitalen Dingen. Sie sind reproduzierbar und sie bestehen aus Informationen. Wir kennen alle Dateiformate. Also was macht digitale Dinge speziell? Wir haben also diese Infoformate, Standarde, die wir definieren. Aber was Bilder und Malerei vor allem interessant macht, hat nichts mit Reproduzierbarkeit zu tun. Es hat alles damit zu tun, dass Dinge nicht reproduzierbar sind. Also hier habe ich zum Beispiel ein kleines Gemälde von mir als Kind, ein kleines Bild. Was schön hiervon ist, ist, ihr könnt überall die Materialität, die materiellen Details sehen. Ihr könnt es sehen, hat eine Tiefe. Das kann man eigentlich aus Informationen nicht herstellen. Das ist super speziell, das ist super eigen und eine materielle Arrangement. Das ist das, was wir wertschätzen in Bildern und Gemälden. Den Fakt, dass es was Eigenes ist, was Einzigartiges. Es gibt es nur einmal, es gibt nur ein Gemälde. Und das ist irgendwie auch sowas wie, warum Bilder für so viel Geld verkauft werden, weil man es nicht reproduzieren kann. Also wenn wir ernsthaft darüber sprechen wollen, über die ontologischen Probleme von digitalen Gemälden und digitaler Malerei, es ist eigentlich so ein bisschen, dass diese beiden zusammengesmashed und zusammengemischt werden und kollidieren und man in einem Medium malt, das reproduzierbar ist und was nicht seine Wertigkeit bekommt auf Basis seiner Einzigartigkeit. Und also hier kollidieren Reproduzierbarkeit und Nicht-Reproduzierbarkeit und das ist eigentlich der interessante Aspekt. Das simpelste, einfachste digitale Gemälde ist also ein 1x1 Pixel-Image. Digitale Bildformate sind aber etwas, die nicht unbedingt gezeigt sein müssen auf dem Computer. Hier haben wir also ein Screen. Ich kann euch ein kleines Beispiel geben von so einem Bild. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen jetzt dieses super coole Programm auf dem Computer und mal jetzt ein 1x1 Pixel Bild. Und so wie ich es euch vorher analog gezeigt habe, mache ich was ich auf dem Computer mache. Und es ist nicht beim Computer selbst definiert. Es geht um abstrakte Gedanken. Im selben Sinne wie Albert Einstein
so eine Tafel haben würde, hatte, und er würde draufschreiben, E ist gleich mc Quadrat. Genau. Also es ist nicht, es zählt nicht, ob das projiziert ist, per Kamera ist, das, es interessiert nicht, welchen Stift ich benutze. Was uns interessiert in der Information ist die eigentliche Idee, die uns präsentiert wird. Uns ist eigentlich egal, ob es auf Papier ist. Es geht eigentlich nur darum, dass man die Formel sieht und dass man die Informationen sieht. Und das ist eigentlich das, was wir denken, wenn wir an digitale Bilder denken. Also ich kann die Farben hier ändern. Und dann bekommt man manchmal andere Ideen. Und was ist, wenn wir die Resolution hochdrehen, wenn wir mehr als einen Pixel benutzen, wenn wir die Resolution so hochdrehen, dass wir ein 2x2-Pixel-Image haben? Ja, 2x2. Und dann kann man so verschiedenste Dinge machen. Aber was ist, wenn wir ein 4x4-Pixel-Image machen würden? Ich kann immer noch einen Pixel zur Zeit nehmen, aber wenn man dann 8x8 nimmt, dann wird es ein bisschen interessant. Ungefähr zu diesem Punkt hat man so viel Informationen, dass man tatsächlich eine Spur hinterlassen kann. Wenn man nur einen Pixel benutzt, kann man keine Linien kreieren, keine Spuren hinterlassen. Also noch ein bisschen darüber. Lasst uns nochmal über das Konzept von Resolution, also Auflösung, reden. Das ist ein super spannendes Thema, insbesondere wenn es darum geht, Bilder zu kreieren. Also wenn ihr in den Apple Store geht und ihr kauft das super neue iPad Pro, es ist super cool, es hat 300, 400 Pixel pro Inch, das ist ungefähr so. Aber das ist so, als ob man über die Auflösung nachdenkt vom Standpunkt des Konsumenten. Ich möchte heute über die Auflösung sprechen vom Kreator, also von dem und der Kreatorin. Also Auflösung in ihrem Verhalten. Wir sprechen darüber, wie verschiedenste Auflösungen das Verhalten ändern von Bildern. Und das ist das, was wir uns jetzt genau angucken. Wir haben schon mal ein bisschen darüber gesprochen, über kleinere Auflösungen. Wir können das repräsentieren mit ein paar Gummibärchen hier. Ein bisschen Süßigkeiten. Das ist geringe Auflösung. Und ich glaube, das ist geringe Auflösung. Wir haben hier nur 4 Pixel. Und natürlich ist Pixel ist nur kurz für ein Bildelement, ob wir Quadrate nehmen oder ob wir diese Haribo-Süßigkeiten nehmen. Das funktioniert. Wir könnten die teilen und egal. Also geringe Auflösung ist das primäre Ding, was man macht, ist, dass man sie einzeln arrangiert. Ich kann hier eigentlich das so machen. Und dann kann ich auch das machen und ich kann es wieder wegnehmen und ich kann es wieder hintun und ich kann es reproduzieren. Und es gibt interessante Konzepte, wenn man über Auflösungen nachdenkt. Man bekommt die basale Idee, dass, oh, der Stift funktioniert nicht. Man hat also die artistische, die künstlerische Komposition, es geht um die Komposition. Man bekommt also die Komposition. Und dann bekommt man diese andere coole Idee des Zurücknehmens und Wiederholens. Und lasst uns das nochmal ein bisschen zeigen. Also ich mache jetzt was ungeschehen und dann stelle ich was wieder her. Also das, was man bei geringer Auflösung macht, das primäre Verhalten ist ein Verhalten, in dem man Dinge miteinander arrangiert. Also wenn wir jetzt in eine höhere Auflösung gehen, dann wollen wir ein paar mehr Pixel hier reinbekommen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeug hier. Wir brauchen mehr Informationen. Also wenn man hier so viele Pixel zum Beispiel hätte, dann würden wir nicht Dinge 1x1 arrangieren. Und weil das ist ein sehr kurzer Talk und wir haben nicht so viel Zeit hier. Also das, was wir machen, ist, dass wir mehrere Pixel zur selben Zeit in Gruppen bewegen. Das ist also Medium Resolution, also Medium Auflösung. Und wenn man genug Bits hat, wenn man also bei niedriger Auflösung hier eine Spur hinterlässt, ich kann hier eigentlich keine Spur hinterlassen, weil es gibt nur so wenige
Teile von Informationen und man kann gar nicht so richtig sehen, wie etwas gemacht ist, aber natürlich hier kann ich tatsächlich eine Spur hinterlassen. Also wenn ich brauche eine bestimmte Menge an Informationen, um etwas zu repräsentieren. Beim Medium Resolution bekommt man das erste Mal die Option, dass man Markierung hinterlassen kann. Also wenn man noch, aber wenn wir jetzt noch an eine höhere Auflösung gehen, also in anderen Worten, in Hochauflösung, wir reden jetzt über Hochauflösung, da brauchen wir jetzt super Technologie. Wir brauchen jetzt etwas, das wir Diversifizierung nennen. Und jetzt passt gut auf, was hier passiert in Hochauflösung. Okay, noch ein. Okay. Lass uns die Musik ein bisschen runterdrehen, bitte. Nur für eine Sekunde. Weil Hochauflösung, habt ihr es realisiert? Hochauflösung ist super interessant. Ich habe nicht angefangen mit Informationen auf der Seite, sondern ich habe angefangen, etwas zu scannen. Ich habe das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe meinen Fingerabdruck kopiert und dann habe ich eine Reproduktion gemacht. Und Hochauflösung ist eine super interessante Sache. Das ist das, wo Scan endlich möglich wird. Also das ist die Auflösung, die wir brauchen, um etwas zu scannen. Wir wissen High Resolution, alles ist aber BDE, also Big Data Energie. Leute, die daran interessiert sind, sind Regierungen und Überwachung. Und das Interessante an Hochauflösung ist, dass man sich diese Informationen interessieren ein. Und wenn ich diesen lösche, dann kriege ich den nicht wirklich zurück. Also in Medium Resolution kann man eine Spur hinterlassen und die Spur löschen, aber man kann sie auch wieder neu malen. Also man kann löschen und in High Resolution kann man tatsächlich löschen. Das ist also ein Kurzüberblick über Auflösung als ein Modell des Verhaltens, als nur als ein bestimmtes Detail. Wenn wir normalerweise einen HD-Fernseher kaufen oder ein iPad, aber wenn wir Bilder machen, ist es manchmal wichtig und interessant, die niedrige Auflösung zu nehmen oder die Medium-Auflösung. Und man kann über kreative Software nachdenken, die einem erlauben, verschiedene Dinge zu machen. Also Adobe Photoshop ist ungefähr da auf der Chart. Es hat Möglichkeiten, in Hochauflösung zu arbeiten und in Medium Resolution zu arbeiten. Und Low Resolution, also niedrig auflösende Bearbeitungsprogramme, ist sowas bei CCC, sowas wie Emacs oder Vim. Also wo man individuelle Komponenten einmal einzeln bewegen und rumschieben kann. Also wenn man Musik komponiert mit Notes oder man benutzt Adobe Illustrator zum Beispiel. Also immer wenn man Adobe, also zum Beispiel selbst wenn man Adobe Illustrator benutzt, dann kann man Sachen einzeln bewegen. Und man kann beginnen, sich so Leute anzugucken. Grafikdesigner sind besser, Dinge anzurichten und jetzt gucken wir uns die Software an. Wir gucken uns jetzt ein paar Zeichenprogramme an, die ich kreiert habe, die diesen Graphen an verschiedenen Stellen simuliert. Oder? Das ist ein sehr, sehr einfaches. Ihr werdet zuerst sagen, das ist das dümmste Programm, was ihr je gesehen habt. Was ich hier mache, ist einfach kopieren und einfügen von Quadraten. Das ist sehr, sehr einfaches Building, wie das erste, was ich euch gezeigt habe. Es geht darum, Dinge anzuordnen, eins nach dem anderen. Jetzt, ich glaube, dass ich in das Konzept der Innovation glaube, ich glaube, dass Innovation immer auftaucht, wenn man die Geschwindigkeit von irgendeiner Technik ändert. Und ihr sagt vielleicht, das ist sehr einfach, man kann hier nur Quadrate machen und sie hin und her ziehen, das kann ich bei Photoshop machen. Ich kann dieses Quadrat
Quadrattool nehmen und dann immer kopieren und einfügen, aber weil du nur diese Operation in Software machen kann und weil es beschleunigt ist, würde ich sagen, dass es eine andere Art, anderen Bilderraum gibt. Und wie wir vorher gesagt haben, ich würde sagen, dass wenn ihr darüber nachdenkt, dass man darüber nachdenkt, dass ein Pixelbild nur schwarz und weiß ist, dass man mit schwarz und weiß ein Bit Bild hat, wenn man das auf 120 mal 180 wie hier verändert, dann kann man immer noch andere Informationen haben. Jedes Programm definiert die Grenzen und jedes Programm definiert, was möglich ist in diesem Programm. Und ich glaube also an Zeichensoftware nicht. Ich denke als Zeichenprogramm als Möglichkeit in einem gegebenen Bildraum Möglichkeiten auszuprobieren. Wir machen jetzt dieselben Operationen mit derselben Geschwindigkeit, aber in einem anderen Raum. Wir nutzen jetzt Kreise. Wir können jetzt so ein Pokémon-artiges Ding machen. Etwas Grundlegendes und Süßes. Es ist einfach kopieren und einfügen. Also kann sowas machen und kann das hier rausnehmen und da reinmachen. Und das sind vielleicht sogar Hände und sowas. Und das sind dieselbe Software, aber ich habe den Raum geändert. Und sobald man den Raum und die Geschwindigkeit ändert, dann kann man Innovation sehen, technologische Innovation sehen. So wird Technologie entwickelt oder erfindet. Und ich denke, die besten Technologien sind einfache Weiterentwicklung von Lösungen, die schon Ingenieurslösungen, die schon gefunden wurden. Okay, weitermachen. Wir gehen jetzt voll Steve Jobs. Wir nehmen jetzt ein Apple-Gerät. Wir gucken jetzt an iOS-Software. Wir springen jetzt zwischen Scan und der Anordnung von Scans hin und her. Hier ist ein Programm, was ich gemacht habe. Können so Sachen hier machen. So ein kleines Gesicht hier machen. Gut, vielleicht nehmen wir noch so Ohren. Das heißt Finger Crowd, sehr, sehr einfache Methode. Wir können unten mein Gesicht nehmen. Okay, das ist diese Finger Crowd Software. Und wir können den Audio-Engineer nehmen oder das Publikum, aber die haben es nicht zugestimmt, also müssen wir es wieder löschen. Wir können aber auch darüber nachdenken, Kopieren von Spuren zu nehmen. Hier ist ein Programm, was Twitter-Follower das Twitter-Follower heißt, das ist ein CCC-Stil. Wir können eine andere Idee hier, wir können jetzt sowas machen. Wir können eine Spur hinterlassen. Aber diese Spur kommt direkt von der Kamera. Wir scannen Dinge ein, aber es reduziert die Geschwindigkeit der Fotografie, wenn das Sinn macht. Und wenn wir zu der anderen Kamera wechseln, zu der hier oben, wenn es möglich ist, ja, dann könnt ihr eine Idee davon bekommen. Ich habe das hier und dann kann ich so Dinge nehmen, wenn es irgendwie unter der Kamera sind. Also ich kriege so ein Kompositionswerkzeug und kann Fotografie und Malen in einem Ding machen, in einer Aktion. Und jetzt zurück zur anderen Kamera. Danke. Okay, das ist Shrub. Okay, ein anderes, einfaches Programm. Ihr könnt jetzt sofort da hingehen. Das ist ein Live-URL. Das ist ein Live-Hack. Das ist eine Live-Website. Das ist ein einfaches Programm, das automatisch malt. Das heißt NoPaint. Wenn ihr nicht mögt, was es malt, könnt ihr einfach Nein sagen und dann malt es was anderes. Dann könnt ihr wieder Nein sagen. Nein, nein, nein. Wenn man es mag, dann kann man Paint drücken und dann malt es was Neues. Also malen, beendet den Strich und malt was Neues und dann Nein, nein, malen, nein, nein. Und dann kann man das Bild abspeichern. Das ist mein SCOBY meines digitalen Malens. Ich kann ein digitales Bild erzeugen und dann darüber malen. Also es ist irgendwie eine Mischung zwischen etwas erzeugen und dann darüber malen und kann sagen, ob ich es mag. Und es ist ein sehr gutes Projekt.
Right. Okay. But that's enough Steve Jobs. Okay, das ist genug Steve Jobs. Wir gehen jetzt zurück in das Open Internet, in das Open offene Web. Wir gehen jetzt zu coolen webbasierten Software. Wir machen einen kurzen Umweg, kurz einen Einschub. Ich bin ein Maler und mache digitale Bilder. Ich zeige euch jetzt ein paar digitale Bilder. Ist ein 512x512 Bild. Das ist ein kleiner Wurm hier. Das sind ein paar andere Sachen, computerähnliche Sachen, 765, wir zählen rückwärts. Ich signiere meine Bilder immer mit dem Jahr, dem Monat, dem Tag, dem der Stunde, der Minute, der Länge- und Breitengrad. Das ist ich, wie ich mein Auto fahre, das ist ein Volvo 1993. Das sagt, ich liebe mein Auto, da bin ich. Ich baue gerade einen Unfall und da ist meine Mutter. Sie sagt, Jeffrey, du hast dein Auto kaputt gemacht, ich bin so traurig und sowas. Und Jeffrey hat einen Unfall mit dem Auto mitten in der Nacht und fährt durch die Gegend. Das ist eine andere Sache, habe ich auf dem Handy gemalt. Und wenn ich auf meinem Handy male, benutze ich eine Menge Fotografie. Das ist eine nette kleine Software, die ich geschrieben habe. So eine PowerPoint-Präsentation ist auch eine Malsoftware. Also wenn ich ein böses Toast malen will, kann ich das machen. Und da ist ein Netzwerkgeräte hier. Das ist noch mehr. Das ist ein nettes Motivationsposter. Das ist irgendein Nippel-Piercing, was ich an ein Hirsch gemacht habe. Das ist meine Nichte, die in Alaska wohnt und sie malt auch auf ihrem Tablet und hier hat sie auf ihr Amazon Kindle draufgemalt. Es gibt noch mehr. Ich mache auf mein Gesicht in das Bild, Instagram-Generation und so weiter. Das ist etwas mehr Sexuelles. Hier haben wir einen Buttplug, das in eine Spinne gemacht wurde. Und man weiß immer, wenn man spät in der Nacht wenn man in der Nacht irgendwie auf sein Gerät guckt, dann sieht man diese roten LEDs und die sehen aus wie Lippen. Das kennt ihr alle. Und hier ist eins, was ich in diesem Fingerquilp, in der Firma Quilp Software gemacht habe. Es ist eine Extension Squirt, was ich herumbewegt habe und immer Bilder gemacht habe. Und hier sind noch ein paar mehr Sachen. Das sind ein paar neuere Sachen. Die Hauptsache, wie ich die Bilder meistens zeige, ist mit dieser Folienpräsentation, weil wenn man Informationen malt und dann, worüber man nachdenkt, ist, dass man Informationen hat. Und wenn das Bild Informationen ist, dann muss man darüber nachdenken, wie man Sachen anders darstellt. Ich denke da gern darüber nach, so dass meine Bilder so etwas wie Gedicht sind. Das ist ursprünglicherweise eine Kunstform, die aus Informationen gemacht ist und dann ist eine andere Art und Weise auf Kunst zu gucken. Und dann dieses digitale Bildung ist nicht etwas, was man ausdrucken muss, an die Wand machen muss, aber man kann es machen, man muss es nicht machen, aber weil es digital ist, weil es Information ist, gibt es andere Möglichkeiten, das zu zeigen. Okay, jetzt will ich euch noch das erste Zeichenprogramm, was ich hier geschrieben habe, zeigen, okay, wie geht's mit meiner Zeit? Okay, sieht gut aus. Ich nenne das mein Polygon erzeugendes Bitmap etwas. Habe das in meinem Studium gemacht, wenn ich Photoshop geöffnet habe, dann habe meine Kunststudent-Kommilitonen gesehen. Die sind sehr poetisch und es wird sehr cool sein. Und dann habe ich Photoshop geöffnet und im Studio geschlafen und über Kerzen und alles sehr romantisch. Und dann habe ich Photoshop gemacht und dann hat es 30 Sekunden gearbeitet, 30 Sekunden lang geladen und dann hat es mich gefragt, wie hoch und wie breit ist es. Und dann, das hat irgendwie die Stimmung zerstört. Ich will dir nicht nur zwei Zahlen geben, ich will dir mehr Informationen geben, ich will dir eine ganze Menge an Zahlen geben. Ich will nicht über Rechtecke nachdenken, ich will über Formen nachdenken, so wie hier.
hier macht man nicht nur die Höhe, sondern das ganze, die ganze Gestalt, die ganze Form des Bildes. Wenn man jetzt Sachen malt, dann muss man die Gestalt des Pinsels erzeugen und damit dann malen. Ich habe hier einen Pinsel gemacht und dann kann man damit malen. Jetzt können wir einen anderen machen, einen anderen erzeugen. So. We can do some four-dimensional copy. Wir können irgendwie vierdimensionale Kopieren und Einfügen machen. Wenn ich, ich mache einen Strich und halte meine, drücke auf meine Maus und dann kann ich das woanders machen. Man kann einfach die Seite rotieren, das Bild rotieren, ein paar Sachen ausschneiden. Hier ist ein ausgeschnittener Pinsel. Man kann den Pinsel rotieren, wenn man den Pinsel weiter rotiert und dann fängt er irgendwie an, sein Eigenleben zu entwickeln und dann kann man so eine kleine Maschine hier malen. Und dieses techno-artige Gemälde. Man kann eine andere Sache ausschneiden, diese ganze Sache hier ausschneiden. Und dann machen wir sowas hier. Dann gehen wir runter, so, okay, gut. Wir ändern die Farbe zu schwarz zurück und wenn man es jetzt dreht, dann fängt es immer, dreht es immer weiter und dann kann man sowas hier machen. Das ist mit einem WASD Design, wenn ihr auf dem, wenn man auf die kurz Tastenkürzel guckt, dann sind mal WASD und Maus. Ich komme irgendwie von den Spielern her und habe mir gedacht, man kann das wie beim Spiel machen, dass man mit diesen Tastaturabkürzungen malen kann. Das ist eine sehr interessante Software. Mein Freund hat gesagt, das ist eine super coole Software. Ich mag das Programm, aber was ich wirklich will, ist ein Bild herumdrehen und ich will etwas horizontal rotieren und ich habe gedacht, dass das Beste, um etwas herumzudrehen, ist, um es irgendwie so eine Rotation zu machen, zu improvisieren und das ist jetzt der horizontale Flipping, das wir haben und man kann natürlich auch das Ganze vertikal machen und dann auch noch drehen und so weiter. Und die meiste kreative Sachen ist auch eine modale Software. Das hier ist nicht modal. Das heißt, wenn ich alle Sachen zur selben Zeit verwenden will, dann könnte ich das machen. Dann könnte ich mehr komplizierte Sachen machen. Ich kann die Oberfläche bewegen. Und ich kann all diese Sachen auf einmal machen. Ich kann die Farbe ändern und so weiter und so weiter. Das ist mein Programm und ich habe ein letztes Programm, was ich euch zeigen will. Und wenn wir jetzt nochmal schnell zu der oberen Kamera wechseln könnten. Ja, so, das ist ein Controller, den seht ihr, der kontrolliert den linkeren unten Teil des Bildschirms und wir können wieder wechseln. Genau, wir wechseln wieder zur anderen Kamera. Großartig. Also es ist Edge of Sketch, wie man die nennt, auf Acid. Also man kann hier so kleine Punkte aufnehmen. Und viele von euch kennen vielleicht diese, vor allem die intelligenten Ingenieure unter euch, dass euer Gehirn ist das zuständig dafür, Bilder, Gesichter zu erkennen. Und Reptilien können das auch, aber sobald man das Gesicht auf den Kopf stellt, wird dieser Schalter umgelegt und das wird nicht mehr erkannt. Aber wenn man es ganz, ganz schnell dreht, dann passiert was ganz anderes jetzt in eurem Gehirn, aber darüber reden wir jetzt noch nicht. Lasst uns noch was anderes machen. In Deutschland seid ihr großartige Ingenieure und in Zukunft wird es wahrscheinlich... fahrt ihr gerade vielleicht in Zukunft die Autobahn mal runter. Fahren auf der Autobahn. Sowas in der Art. Ihr werdet nicht fahren, aber es wird mehr so wie Tarkovsky sein. Ihr werdet nur Beifahrer sein. Ihr werdet in einem selbstfahrenden Auto sein. Und die Ampeln werden sich verändern. Die Ampeln in Zukunft werden nicht zwingend lesbar von Menschen sein, sondern lesbar von Maschinen. Und hier ist sowas ein Konzept für Ampeln, wie sie
die vielleicht verschieden blinken oder mit verschiedenen Alpha-Levels Informationen aussenden. Also wenn man was designt, sowas wie ein QR-Code, irgendwas, was auf die Straße gemacht, gepackt wird, dann sollte man in Zukunft auch daran denken, dass auch Menschen das sehen werden. Und es gibt da viel künstlerisches Potenzial für maschinenlesbar und von Menschen wertgeschätzt. Okay, also ich habe noch 5 Minuten. Hier ist die Ampel nochmal. Und jetzt zeige ich euch noch was, was wir ein bisschen früher schon vorbereitet haben. So was in der Art. Okay, wir gehen jetzt in Rastermodus, wo wir tatsächlich diese Dinge benutzen können als Pinsel. Genau so. Natürlich ist das hier ein Wallpaper-Design, also ein Poster-Design. Ich mache noch ein paar Stempel hier drauf. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Platz. Wir können es drehen. Aber dann ist alles irgendwie sehr wiederholt in selben Muster. Lasst uns wieder zurückgehen zur Ampel. Lasst uns mit der Ampel ein bisschen malen. Okay. Lasst uns einsteigen in eine andere Zone, in eine andere Ebene. Weil wir natürlich, wenn man Sachen dreht, dann bekommt man nettere Effekte. Jetzt sind wir also in dem anderen Teil eures Gehirns. Nicht der Teil, der Gesichter erkennt, aber etwas ganz anderes. Hi. Hallo. Ich bin zurück. Destabilisierung. Anyway, so okay, egal, wir lassen das hier für jetzt und ja, also das Letzte, was ich euch zeigen möchte, ist etwas, was ich 10-Minuten-Gemälde, 10-Minuten-Malerei nenne, aber das spiele ich kurz ab und dann haben wir vielleicht noch 2-3 Minuten für Fragen, wenn das Sinn macht. Okay, lasst uns den Sound nach oben bringen. 10-Minuten-Gemälde. Jetzt wird vorgelesen, wie wann es kompiliert wurde und wann es entstanden ist und wo die URL ist. Was sind die Formen von Malerei und Nichtmalerei? Der Maler David Hockney hat einmal gesagt, dass man seine Zeit zu Video bringt und was ist das, was man malen möchte? Das ist das schönste Ding im System. Es wird schöner sein als die Plattform selbst. Ein schönes Gemälde ist etwas, was man wieder und wieder machen kann. Ein Gemälde angucken ist ein wunderschönes Gedicht, das immer wieder ausgeführt werden kann. Repetition ist das Einzige, was alles weniger random macht, als es jemals ist. Videospiele sind der beste Film, der je gemacht worden ist. Deswegen werden sie oft nicht mit Büchern verwechselt. Sie sind Top-Mathematiker sind oftmals genauso gut wie ein Maler und Malerin. Das ist die materielle Arrangement ist interessant. Professoren haben genauso einen Fetischismus, wenn es um ihre Tools geht, wie der Maler und Malerin und Künstlerinnen. Und sie genießen die lyrische Spur, die Kreide auf der Tafel macht. Ein virales Video von Professor, von einem Professor zeigt dieses Syndrom für ein breiteres Publikum. Es ist schwieriger, Whiteboards zu. Es ist unfassbar schwierig, das zu übersetzen, weil wir den Screen leider nicht sehen können. Ich tue mein Bestes. Alle digitalen Objekte
existieren als Sammlung von reproduzierbaren Bits und deswegen haben sie wenig Bedeutung und deshalb will Gemälde heute mit Hilfe von abstrakten Bezeichnungen interpretiert werden und deshalb ist ein Bild nichts anderes als eine Bildinformation und alle wissen, dass Videogames für totale Loser sind, die mit ihrer Familie leben. Pinsel wie Pistolen und Game Controller sind, deshalb ist Malerei das beste Videogame. Handgeschriebene Spuren, Markierungen, Fußnoten und dann könnt ihr es direkt vor euer Gesicht halten, um Elemente in einem virtuellen Raum zu arrangieren. Manchmal muss man diesen Raum definieren. Dinge, die echte Verse sind, unechte Verse sind. Abstraktion kann zwei Farben repräsentieren und deswegen gibt es, wenn Gedichte nur ein Buchstaben lang wären, die von einem Alphabet bestehen, was zwei Buchstaben nur hat, könnte ich Regenbogen den gesamten, und jetzt ist dieses Programm mit seinem eigenen Komponenten im Dialog. Hier guckt ihr auf 556 reproduzierbare Farben. Es passiert in Realtime, also in realer Zeit. Es ist dasselbe jedes Mal, egal wie viel man es durchmischt. Es ist an der Kante des. Ihr werdet 124 mehr Blumen sehen, noch bei der Zeit, zu der ich aufhöre. Mein Klang und Geschlecht hängt von deinem Browser ab. Und meine persönlichen Präferenzen. Für mich sind Gemälde Rahmen, in denen Träume ausgedrückt werden, ausgestrahlt werden. Die Anzahl von möglichen Pixelarrangements sind unfassbar groß, ungefähr bei 16,7 Millionen. Das ist sehr groß, aber nicht unendlich. Software wie MacPaint oder Rotoshop limitieren den visuellen Raum. Man kann große Flächen füllen oder einzelne Pixel. Jedes neue Pixelprogramm, das ins Ego-System vorgestellt wird, erlaubt, wenn Kratzerei ein Prozess ist, dann können wir sagen, dass alle Malereien von Null erstellt werden, aber sind sehr hart für Menschen zu prozessieren und zu erinnern. Bildschirmpixel werden kleiner und werden weniger visuell erkennbar für das Auge. Pixel müssen nicht dieselbe Größe haben oder nebeneinander in einem Gitter arrangiert sein. Sie müssen nicht aus demselben Material entstehen. Sie können als abstrakt benutzt werden. Sie können bekommen ihr höchstes Level von Bedeutung. Bilder sollen interpretiert werden in Höhe und Breite. Wir können Gemälde in modifizierbaren Modus interpretieren, als wären sie mathematische Formeln. Ich habe ein Gemälde für euch jetzt. Drei schwedische Fischsüßigkeiten gucken sich an. Eins ist glänzend, eins ist gerade wieder ausgespuckt worden. Und dann ist es nochmal passiert. Eine Mauer wird gebaut, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Abstraktion A, Abstraktion B als Ausdruck, wenn man nicht unendlichen scrollen kann. Jack Kerouac hatte eine Schreibmaschine, die Rollen von Papier angenommen hat und nicht einzelne Blätter. Schulen bringen wieder Schreibschrift bei. Dieses Gedicht wird von einem standardisierten Programm vorgetragen, von was 112 Zeilen von Code hat. Das ist genau das Gegenteil, weshalb Punktuation
Zeichensetzung die Ampeln sind. Okay, ich muss leider hier abbrechen, weil wir haben jetzt keine Zeit mehr. Das ist ungefähr 10 Minuten Painting. Das war radikales, digitales, digitale Mann.